Hallo, ich bin Heiko und ich bin Trecker vom Beruf. Da ist sie, die Premierenfahrzeugklasse von Mercedes-Benz. Hier beim Truck Grand Prix 2012 stehe ich wieder auf der Bühne und freue mich mit den fast 200.000 Besuchern auf den Citan und auf den neuen Antos, die es gilt in Live-Shows zu präsentieren. Davon haben wir rund 20 Stück an 3 Tagen geplant, die ich gemeinsam mit dem Mercedes-Benz Produktmanagement durchführen darf. Ja, kommen Sie mit rein, schauen Sie sich an, wie das wirkt, wenn Harry Flint für Sie spricht. Ich würde mich wirklich freuen, auch einmal Ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Jetzt geht's los, 11.15 Uhr, Truck Grand Prix 2012. Der Antos und der Citan kommt. Genau, die beiden, die werden wir jetzt bald kommen. Auf geht's mit den neuen Verteilern. Es ist soweit, hier ist er, die Premiere für Sie und für euch auf dem Truck Grand Prix 2012, der neue Antos. Da kommt eine Frage auf für viele Kollegen im Markt. Das ist ja schön und gut. Aber was ist mit der schwereren Last? Was ist, wenn 10 Gitterboxen zum Kunden müssen und wenn ich die komfortabel, schnell, wirtschaftlich und auch noch variabel ausliefern muss? Dieser Citan hat jetzt hier seine Premiere. Kommt mal alle mit hier hoch. Hier oben spielt der weiße Wagen die Hauptrolle. Was ist das bloß für ein kleiner, netter Freund hier beim Truck Grand Prix. Herzlich willkommen hier im Mercedes-Benz Areal. Ich grüße euch alle herzlich, denn ihr seid die Menschen, die mit diesen Fahrzeugen im Markt agieren müsst. Ihr müsst raus, genau wie mein Job es ist, die Parcels, die Paketeinheiten kleinster Art zu diskutieren. Gibst du mir denn mal eine Information, ob ich damit auch agil vorankomme? Ganz anders beschrieben wie zu anderen Zeiten, denn es sind viel kleinteiligere Sendungen dabei, als wir das bisher gewöhnt sind. Diese neue kleine Transporterklasse, 1,8 bis 2,2 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Wenn ich jetzt bei 2,2 Tonnen über mich spreche, könnt ihr euch denken, warum? Das ist ein kräftiger Fahrer, der findet dort wunderbar Platz. Diese Autos sind komfortabel, kommst du auch gut rein? Ja, natürlich, klar. So soll das sein. Die Mädels freuen sich. Henning, wenn diese Palette oder meine Gitterbox da rein sollen, kriegt er die auch noch weg? Keine. Wow. Ja, ich bin der Meinung, dass dieser Citan richtig anpackt. Mercedes-Benz, meine Damen und Herren, beim Truck Grand Prix zeigt euch und Ihnen in der neuen schweren Verteilerklasse den neuen Antos. Und der Antos ist da. Er hat die Gene von diesem Fahrzeug. Sehr viel erinnert mich an ihn. Wir haben dieses Unterscheidungsmerkmal hier gegenüber dem Antos. Ich fühle mich auf diesem Fahrzeug richtig wohl. Was mich von hier hinten beschäftigt, ist natürlich, wenn ich hier ins Räderhaus schaue, diese unglaublich breite Bereifung, Henning. Wir haben einen komfortablen Einstieg. Und du wirst jetzt also einer von denen sein, die es auch wirklich mal hier machen können. Ich wünsche dir viel Freude. Kletter doch mal auf den Beifahrersitz. Bitteschön. Henning, hier wird was angemerkt, und zwar das Sitzfeld, der Beifahrersitz. Um da auf den Dächern der bisherigen Klassen das Eis zu entfernen. Wie sieht's denn bei ihm aus, wenn es mal hoch hinausgeht? Was hat der Antos hinter dem Stern zu bieten? Ich komme dahin, genau an die Menschen, wo es etwas zu verteilen gibt. Das finde ich klasse. Und wir freuen uns gemeinsam, Henning, schönen Dank dafür, dass das hier möglich wird. Den Aufbruch hier in die neue Mercedes-Benz Verteilerklasse mit euch zu begehen. Dankeschön.
wenn ich auch Ihre Botschaft, Ihr Produkt mal transportieren darf, würde es mich wirklich freuen. Ich glaube, wir beiden könnten dann miteinander richtig viel Vertriebserfolg für Ihr Produkt generieren. Tschüsschen vom Nürburgring wünscht Ihr Harry Flint.